Ja, damit grüße Sie mal recht herzlich zur mittlerweile 8. Vorlesung in der Vorlesung Einführung in Finanzmanagement im Sommersemester 22. Ich glaube, dieses Rauschen draußen stört meinen Ton. Ne? Also sehe ich nicht so sehr, aber meine Tonaufnahme, aber wenn ich jetzt das Fenster zumache, dann ersticken wir hier, ja. Okay. Also heute mit Bauarbeiten, ja. Also ich hoffe mal, dass es nicht völlig den Ton bei der Aufnahme ruiniert. Ich habe Ihnen wie immer eine Wiederholungsfolie mitgebracht. Wir sind stehen geblieben oder mittendrin in der Definition des stochastischen Integrals eines stochastischen Prozesses. Also da wird ein stochastisches Prozess bezüglich einer Brownschen Bewegung integriert. Und dann kommt ein neuer stochastischer Prozess raus. Und wir haben angefangen, und uns spezielle stochastische Prozesse angeguckt, sogenannte einfache stochastische Prozesse, die waren stückweise konstant bezüglich einer datenunabhängigen Partition der Zeitachse. Das heißt, wir konnten sie schreiben als eine Zufallsvariable phi 0 von Omega plus so wie i gleich 1 bis n phi i von Omega mal Indikatorfunktion zum Zeitintervall von t minus 1 bis ti ausgewählt an der Stelle t, wobei eben dieses t0, t1 und so weiter bis tn, t0 ist 0, tn ist 1, das ist eine aufsteigende Folge von reellen Zahlen. Das heißt, mit den entsprechenden Intervallen, die da stehen, bilden gerade eine Partition von, ja gut, nee, tn war t, groß t, also Partition von 0t. Und dann haben wir noch an die phi i gewisse Messbarkeitseigenschaften gemacht bezüglich der Föderation, die wir haben, das phi i war phi minus 1 messbar und das phi 0 war phi minus 1 messbar. Und dann haben wir gesetzt das Integral von 0 bis t xs dws als Summe i gleich 1 bis n phi i mal w von Minimum t, t minus w von Minimum von t minus 1, t. Das heißt eigentlich bis zum Zeitpunkt t haben wir einfach ein w von ti minus w von ti minus 1 mit der Werte phi i multipliziert. Also Zuwachs der Brownschen Bewegung mal der konstante Funktionswert auf die Intervall. Wir haben dann schon gesehen, dieses it von x jetzt als Funktion von t ist wieder ein stochastischer Prozess und das ist ein Martingal mit stetigen Farben und es gilt die sogenannte Itosymmetrie. Das heißt, das Integral 0 bis t, xs dws, ist der Zufallsvariable in L2. Wenn ich deren L2 Norm angucke, also den Erwartungswert von Quadrat von Integral 0 bis t, xs dws, dann kommt das gleiche raus, wie wenn ich das xs quadriere, von 0 bis t aufintegriere und davon wieder Erwartungswert gehe. Das heißt, das ist der Erwartungswert von Integral 0 bis t, xs Quadrat ds. Und was wir jetzt machen wollen, das haben wir das Integral für einfache stochastische Prozesse. Jetzt wollen wir so eine größere Klasse von stochastischen Prozessen haben. Und wir betrachten dazu erstmal die Menge aller stochastischen Prozesse, deren Erwartungswert von 0 bis t, xt Quadrat, dt kleiner oder endlich ist. Wir zeichnen die aus L2 von 0 bis t. Und als erstes möchte ich das stochastische Integral auf diese stochastischen Prozesse erweitern. Dazu schreibe ich Ihnen erstmal einen Satz hin, der das ermöglicht. All den Teil der Definition werden wir nicht sehr genau machen. Also ich mache es so viel von der Finanzmathematik. Das ist eine Einführung in die Finanzmathematik. Wir machen die Highlights, aber wir machen nicht alle Details. Weil es kommt wie aufwendig, ne? Weil ich glaube, so spannend, oder ich würde selber sagen, so spannend ist es nicht, aber die Highlights kriegen Sie mit und die Beweisideen kriegen Sie auch mit. Und das Ganze, also ich könnte jetzt hier eine ganze 4- bis 2-stündige Vorlesung drüber machen. Und dann hätte ich immer noch nur die Black-Scholes-Theorie erklärt und eigentlich müsste man noch viel weiter gehen in andere Stochastische-Prozesse rein. Aber dann würden Sie gar nicht mehr aufhören mit Finanzmathematik und dann wird die Frage, haben Sie wirklich so viel gelernt? In der Praxis würden Sie doch nur die Black-Scholes-Theorie anwenden. Und was Sie jetzt hier auch lernen, sehr schön, ist ein sehr schönes Beispiel für angewandte Mathematikmodellierung. Also wir haben ein Problem, nämlich die Bewertung von Optionen, wir machen eine mathematische Modellierung, in dem Fall wir modellieren die Aktienkurse im Black-Scholes-Modell und wir rechnen dann den Preis aus. Das ist einfach super. Okay, also wir machen jetzt weiter
Dazu formuliere ich mal den Satz 6.2. Zu jedem x-Element L2 von 0t existiert eine Folge xn von einfachen Prozessen mit der Eigenschaft, dass das xn gegen das x konvergiert in L2 von 0t. Zu jedem x-Element L2 von 0t existiert Folge von einfachen Prozessen. Mit der Eigenschaft, wenn Sie den L2-0t-Abstand zwischen xs und, oder zwischen x und xn angucken, das wäre der Erwartungswert, da vorne lassen Sie noch ein bisschen Platz. Und Integral 0 bis e, xs minus x um ns, zum Alpha ds. Und jetzt will ich davon den minus n gegen endlich, dann konvergiert das Ganze gegen 0. Ich mache nicht mehr den Beweis, und wir stellen Ihnen die Beweisidee vor. Und die Beweisidee geht so, wir gucken uns einen Spezialfall für x an, nämlich wenn x beschränkt ist mit stetigen Faden. Ist x beschränkt mit stetigen Faden? Und dann schreibe ich Ihnen das xn einfach mal direkt hin. So erfüllt. Und ich definiere es einfach pfadweise. Also ich definiere jetzt den Pfad von dem xn. Das heißt, ich halte Omega fest, dann ist, dann will ich xs von Omega als Funktion von s approximieren. Und diese Funktion weiß ich, ist stetig und beschränkt. Und die, möchte ich für die stückweise konstante Funktion approximieren. Das ist gar nicht klar. Ne? Dann nehmen Sie einfach Funktionswerte, also Sie machen eine Partition, vielleicht äquidistant vom Intervall von 0 bis t. Also ich unterteile das Intervall von 0 bis t in n äquidistante Teilintervalle und dann auf den Enden nehme ich einfach den Funktionswert von x auf dem Intervall und wegen der Messbarkeitsbedingungen muss ich noch darauf achten, nehme ich den Funktionswert von der linken Grenze. Und dann beim einfachen statischen Prozess wollten wir ja noch an der Stelle 0 extra aktionieren. Das machen wir auch, indem wir x 0 von Omega mal Indikatorfunktion von 0 von t nehmen. Und dann mache ich eben von i gleich 1 bis n auf dem Intervall i minus 1 mal t bis i mal t nehme ich den Funktionswert an der linken Grenze, also i minus 1 durch n mal t von Omega mal Intervall auf den links i minus 1 durch n mal t ist i durch n mal t von t. Ja, wenn Sie das angucken, dann erfüllt es die Beziehung
Ja, lassen Sie hier mal für festes T n gegen endlich gehen und auch für festes Omega. Und dann würden Sie eben diese Funktion, also entweder wenn T gleich 0 ist, stimmt der Funktionswert sowieso. Wenn der Funktionswert nicht 0 ist, dann schnappen Sie irgendein, oder machen Sie dasjenige Intervall i minus 1 durch n mal t. Also wenn es gleich T nicht 0 ist, dann wenn es gleich 0 ist, dann sind Sie hier, stimmt sowieso, kommt der x0 von 0 raus, x0 von Omega raus. Wenn Sie nicht 0 sind, sind Sie in demjenigen Intervall i minus 1 durch n mal t, ist i minus 1 mal i durch n mal groß t, wo klein t drin liegt. Da nehmen Sie den Funktionswert von der linken Grenze. Diese linke Grenze geht aber immer näher ran an das t. Also der Abstand ist ja kleiner als groß t durch n. Und bei dieser Fahrt als Funktion von, also dieser Fahrt, die ja stetig war, geht der Funktionswert dann gegen den Funktionswert von Schrift t. Das heißt, Sie sehen direkt das xt von n. Omega konjugiert gegen xt von Omega oder gegen xt von Omega gegen unendlich. Für alle Omega und für alle t auch so ist es xt. Und dann sehen Sie, dann geht auch die Differenz bei dem Integral, bei dem inneren Integral, also Erwartungswert vom Integral, weil der Integrant geht gegen 0. Der Integrant ist beschränkt, weil das x war ja beschränkt und die xn sind ja genau, xn sind genauso beschränkt. Dann können Sie majorisierte Konvergenz anwenden, dann geht das Integral gegen 0. Das Integral ist wieder beschränkt, dann geht der Erwartungswert auch gegen 0. Zweimalige Anwendung. Der Satz ist von der majorisierten Konvergenz hinterlegt. Also damit hätten wir den Satz bewiesen, im Falle, dass unser stochastischer Prozess beschränkt ist mit stetigen Pfaden. Im allgemeinen Fall verweise ich auf Kommen. Was bringt uns das jetzt? Naja, gemäß diesem Satz können wir jetzt unser x durch einfache Prozesse approximieren und das stochastische Integral dann als Grenzwert der stochastischen Integrale dieser einfachen Prozesse definieren. Gemäß Satz x2. Dann beim x-Element L2 von 0 t. Durch einfache Prozesse approximieren. Den stochastischen Prozess und das stochastische Integral als Grenzwert der stochastischen Integrale dieser einfachen Prozesse definieren. Als
als Grenzwert der stochastischen Integrale diese einfachen Prozesse definieren. Stellt sich die Frage, existiert der Grenzwert? Ja, aber da können Sie sich überlegen, wegen. Also wir gucken uns mal den Erwartungswert vom Quadrat vom Integral von 0 bis t xs oben n. Minus Integral 0 bis t s oben m dws. Das gucke ich mir jetzt an. Ich möchte zeigen, wenn ich n gegen endlich gehen lasse, konvertiere das Ganze gegen 0. Und dann habe ich hier diese Folge von Integralen, will dann eine Cauchy-Folge im L2. Und Vollständigkeit von L2, die Cauchy-Folge konvergiert dann. Okay, warum geht das ganze Ding gegen 0 für nm gegen unendlich? Naja, ich nutze als erstes aus, dieses stochastische Integral ist linear. Das machen Sie sich leicht klar nach der Definition des stochastischen Integrals. Wenn Sie, also beim einfachen Prozess ist es linear, also die Differenz von zwei einfachen Prozessen ist ja wieder ein einfacher Prozess, weil Sie einfach da eine zeitdatenunabhängige Partition der Zeit zugrunde legen, dass die eine Verfeinerung von den beiden einzelnen Partitionen sind bei den beiden Prozessen. Dann können Sie sie einfach zusammenfassen. Und dann sehen Sie auch genau in der Formel, dass das ganze Ding linear wird. Das heißt, das, was hier an der Tafel steht, ist das gleiche. Erwartungswert vom Integral 0 bis t, das bilden wir einfach xs oben n, das ist xs oben n. dws. Und ich mache ein Ausrufezeichen, nur weil ich formal die Linearität des stochastischen Integrals einfachen Prozessen eigentlich nicht separat gezeigt hat, aber das folgt gleich. Jetzt die Differenz ist wieder einfacher stochastischer Prozess. Dann können Sie die Isometrie verwenden, also den Satz 6,1b. Und dann sehen Sie, das da ist ja das gleiche wie der Erwartungswert Integral 0 bis t s oben n minus xs oben n zum Quadrat ds. Und jetzt das xs konvergiert ja an L2 von 0 bis t gegen x. Das, also xs oben n konvergiert gegen xs, xs oben m auch. Das heißt, für n, n gegen endlich geht das Ganze gegen 0. Und damit sehen Sie, das ganze, diese stochastische Integrale der einfachen Prozesse bilden eine Cauchy-Folge in der Zeit. Also wegen D. Bilden die stochastischen Prozesse. Hier die stochastische Integrale. Einfache Prozesse. Eine große Folge.
Und dann sehen Sie, daraus folgt jetzt die Wohldefiniertheit des erweiterten Straßischen. Vielleicht eine Verständnisfrage an Sie. Können Sie mir sagen, was ich meine mit L2 an der Stelle? L2-0T oder nicht L2-0T? Was meinen Sie? Werde ich da ein 2 für 0t schreiben müssen? Also wenn das ganze Ding ein 2 von 0t wäre, dann hätten Sie ja von dem, also Straßische Integral hat das schon Integrale. Das heißt, die Zufallsvariable da oben hätte eigentlich ein Integral und da oben würden Sie noch mal ein Integral machen. Da wollten Sie ein Doppelintegral, haben wir gar nicht. Ne? So, was ich hier eigentlich mache, ich habe das hier konkret nur für groß T. Also ich habe dieses stochastische Integral als stochastischen Prozess angeguckt, sondern ich habe die Zufallsvariable für Wert groß T angeguckt, ne? Und gezeigt, diese Zufallsvariable oder diese entsprechenden Zufallsvariablen bei der Folge, die bilden eine Boschenfolge in dem ganz normalen L2. Und das muss ich theoretisch bis jetzt für alle T machen. Also ich hätte natürlich hier auch ein Klein-T schreiben können und es wäre genauso genügend können. Also wenn es für jedes T zwischen 0 und T. Also ich meine wirklich ein L2, nicht ein L2. Was ich jetzt noch zeigen können, das ist dann technisch aufwendiger, dieses IT von Xn, also da dieses IT von Xn eben ein Martingal mit stetigen Farben ist, ist auch der Grenzwert immer für diese stetigen Farben. Das heißt, bei diesem Grenzwert, da kommt nicht nur irgendeine Zufallsvariable raus, sondern straßische Prozesse, sondern der ist auch mit der Martingal mit stetigen Farben. Und das zitiere ich jetzt nur, und das gibt den Satz 6.3. Sei F die Filterung in der 2 von 0t. Filterung in der 2 von 0t. Dann existiert genau eine lineare Abbildung J von L2 von 0t in den Raum der Martingale mit stetigen Farben, also Martingale jetzt bezüglich dieser Filterung. Also ich hätte auch noch definieren müssen, was meine ich mit Filterung in L2 von 0t. Also mit Filterung meine ich eben, dass diese Zufallsvariablen sich da, ich betrachte die als Zufallsvariablen da drin, wo der Erwartungswert von 0 bis t, xt Quadrat, t klein und endlich ist, aber ich habe ja eigentlich die Messbarkeit vernachlässigt. Also ich brauche hier irgendwie, wenn ich noch eine Filterung festlege, würde ich fordern, dass dieses XT zusätzlich auch noch FT messbar ist. Dann existiert genau eine lineare Abbildung J. In den Raum der Matrikale geschrieben haben.
mit den folgenden beiden Eigenschaften. Erstens, wenn x ein einfacher Prozess ist, dann ist dieses Bild von j einfach das stochastische Integral von x. X einfacher Prozess. Also jetzt könnte ich eigentlich hinschreiben, jt von x gleich it von x, aber die Gleichheit der Zufallsvariablen ist immer so eine Sache. Wir fordern das mit Wahrscheinlichkeit 1. Also mit Wahrscheinlichkeit 1 gilt jt von x gleich it von x für alle t aus 0 bis groß t. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das gilt, ist 1. Und die zweite Eigenschaft ist, wir haben die Ito-Isometrie. Ito-Isometrie hieße, dass der Erwartungswert vom Quadrat des stochastischen Integrals, also in dem Fall ist jetzt jt von x im stochastischen Integral, jt von x, wenn wir den Erwartungswert zum Quadrat nehmen, ist das gleiche wie der Erwartungswert im Integral. Und für alle x aus S2. Und das ist die sogenannte, das ist jetzt Ito-Isometrie nochmal. Und beweisen noch nicht wieder keinen, sondern beweisen nur auf keinen. Also wir haben gerade eben schon das Integral des einfachen Prozesses auf L2 von 0t fortgesetzt, aber jetzt können wir es eben sogar so machen, dass da Martingale mit stetigen Faden rauskommt. Also das Integral ist ein Martingal mit stetigen Faden und die Zuweisung ist. Und jetzt die andere Frage. Ja, den Satz, wo kommt jetzt den Wert t an j her? Also mit j geht ja von L2 von 0 bis t in den Raum der Martingale. Das heißt, das j von x ist ein Martingal und dieses Martingal hat einen Index t. Als Martingale. Das ist hier gemeint. Also j von x ist eigentlich ein jt von xt aus 0 bis t. Ja? Wir fragen zum Beispiel, wie das jetzt 2 ist. Woraus haben wir gefolgert, dass dieser Ausdruck gegen 0 geht? Naja, Sie schieben einfach, Sie nutzen aus a minus b zum Quadrat, das ist dann gleich 2a minus c zum Quadrat, das ist 2c minus b zum Quadrat, und da schieben Sie einfach x dazwischen. Also das ist dann kleiner gleich als der Erwartungswert Integral mit c, xs von n minus x zum Quadrat, ds plus zweimal den Erwartungswert von Integral von 0 bis c, x, x minus xs von n zum Quadrat. Okay? Ja, und damit sind wir jetzt soweit, dass wir das stochastische Integral definieren können. Die nächste Definition. Und dann mache ich mir merken, dass es nochmal so allgemein gab. Dann sind wir schon wieder Quatsch fertig. Also Definition 6.3. Das stochastische Integral bzw. Ito-Integral von x-Element L2 von 0 c t bezüglich w.
Integral bzw. Integral von x in den L2 von 0 bis t bezüglich einer Brownschen Bewegung b. Wird durch, definiert durch SDWS. Also beachten Sie, dieses stochastische Integral ist ja wieder ein stochastischer Prozess. Dieser stochastische Prozess ist eine Folge von Zufallsvariablen indiziert bei t von 0 bis t und ich gebe hier die Zufallsvariable an der Stelle t an. Also Integral von 0 bis t x SDWS und das ist einfach ein unter j t von x. Also j von x ist auch wieder ein stochastischer Prozess und aus dem greife ich auch die Zufallsvariable an der Stelle t. Mit J wie ein Satz. Und damit kann ich jetzt eben einen stochastischen Prozess aus L2 von 0 bis t integrieren bezüglich der Brownschen Bewegung. Sieht aus wie die Integrale, die Sie kennen, ist aber nicht das Integrale, die Sie kennen. Sowas wie so ein x oder sowas, ne? Weil da ist ja keine Beck-Integrale oder sowas mit. Den man nicht gedacht hat. War eine häufig komplizierte Sache, aber ich meine, damit können wir eben einen stochastischen Prozess bezüglich der Brownschen Bewegung integrieren. Jetzt können Sie fragen, lohnt sich der ganze Aufwand? Ja, der Aufwand wird sich lohnen, weil ich stelle jetzt dann gleich im Anschluss die sogenannte IQ-Formel dar und sobald wir die dann haben, kann ich damit die Base-Kurs-Formel herleiten, also eine Formel für die Funktion. Und das war das Interesse. Okay, nach dem Satz 6.3 wissen wir, unser J ist ja Martingale bezüglich FT, also das ist auch unser, also ist auch unser Integral des XSCWS Martingale bezüglich FT. So, und steht die Gefahr der Absorption. Also das T. XSDWS T aus 0 bis groß T ist ein Martingal bezüglich FT. Das ist klar. Dann Punkt 2. Dieses stochastische Integral an der Stelle t ist quadratisch integrierbar. Warum? Gucken Sie sich an. Der Ordnungswert vom Quadrat von Integral 0 t x sdws. Kann mir jemand von Ihnen sagen, warum der kleine Deckel ist? Sie nehmen die Isolysymmetrie, dann können Sie es zurückführen auf gleiche wie der Erwartungswert von Integral xs² ds 0 bis t. Kann mir jemand von Ihnen sagen, was das für ein Integral ist, dieses Integral 0 bis t xs² ds? Okay, Sie wissen es, was noch jemand? Über was wir hier gerade reden? Früher gab es verschiedene Integrale, ne? Oder so. Dann haben wir so ein Integral gemacht. Und was, bitte schön, ist jetzt damit gemeint? Diese Integral.
0 bis t ist s Quadrat x. Na gut, Sie wissen es, aber Sie haben gerade schon gesagt, ne? Vielleicht weiß es auch noch jemand. Das xs zum xs zum Stochastischen Prozess und dann? Das ist das Integral von 0 bis t über xs ds. Über xs, das ist das Integral von 0 bis t, xs Quadrat ds. Ja, aber was ist es für ein Integral? In welchem Sinne integriere ich hier? Riemann-Integral, Beck-Integral, Stochastisches Integral. Also, das xs zum Quadrat ist ja eine Zufallsvariable. Wie integriere ich hier diese Zufallsvariable? Haben Sie einen Vorschlag? Ich habe das ganz normale Beck-Integrale. Ganz normale Beck-Integrale, ja, und, aber stört es da nicht, dass ich da eine Zufallsvariable reinschreibe? Über den Wahrscheinlichkeitsraum? Wir fixieren jedes Omega, genau, das ist die richtige Aussage. Wir integrieren paarweise. Das war dieses paarweise Integral. Also ich kann so einen Stochastischen Prozess, kann ich bezüglich der Lebesgue-Maße immer einfach paarweise integrieren. Und das mache ich hier. Und das ist natürlich viel einfacher als die Sache hier. Ja, und die Idiosynthie hat gesagt, die beiden sind die gleichen. Und jetzt, das ist nicht negativ, also kann ich auch den Erwartungswert von 0 bis groß t, xs zum Quadrat, ds, der ist ja kleiner, unendlich, für x-Element, x-Element s2 und 0 bis t. Beziehungsweise anders wäre ja unser Stochastisches Integral gar nicht integriert. Das heißt, das Ito-Integral, was da rauskommt, ist Stochastischer Prozess, wo die einzelnen Zufallsvariablen quadratisch integrierbar sind. Also eine weitere einfache Folgerung ist, dass unser Ito-Integral linear ist, weil eben unser Abbildung J linear ist. Also C. Ito-Integral ist linear. Da J in Satz 6 3 linear ist. Das heißt, wenn Sie sowas bilden wie Integral 0 bis t, Alpha mal xs plus Beta mal ys, die w ist, dann können Sie wie bei den Integralen, die Sie kennen, einfach die entsprechende Linearkombination der Integrale bilden. Also Alpha mal Integral 0 bis t, xs dw ist, Beta mal Integral 0 bis t, ys dw ist. Für reelle Zahlen einfach besser. Und für stochastische Prozesse x und y Prozesse nach Politik. Okay. Fragen soweit? Damit haben wir unser Ito-Integral von den einfachen Prozessen auf eine größere Klasse gesetzt. Nämlich die Prozesse in zwei von den Themen. Gibt es irgendwie eine Art, wie man sich so ein klassisches Integral vorstellen kann? Gibt es irgendwie eine Art, wie man sich ein stochastisches Integral vorstellen kann? Ja, klar. Das ist für einfache Prozesse. Einfach, Sie machen für eine stückweise konstante Funktion, Sie machen Funktionswert mal Zugang zur mathematischen Bewegung aufzunehmen. Gleich wie beim Riemann-Integral für stückweise konstante Funktionen. Nur dann machen Sie eben wie beim Beck-Integral, nur dann machen Sie eben einen Grenzübergang
wo Sie statische Prozesse durch einfache statische Prozesse approximieren, wie Sie es auch beim Modell integral machen, nur eben mit einer neuen Konvergenzart. Und so eine Anwendung zum Beispiel, ja, eine Anwendung wird sein, wir werden Handelsstrategien oder beziehungsweise Anwendung kommt dann in den nächsten Vorlesungen. Jetzt haben wir gerade den Integral bezüglich der Branche in Bewegung gemacht. Wir werden es erweitern auf Integral. Kommt dann zu einem blöden Begriff nach dem anderen. Okay, jetzt kommen wir es noch ein bisschen allgemeiner. Aber das ist eine ganz einfache Definition. Wir werden bezüglich einem stochastischen Prozess auf einmal integrieren. Und letzten Endes werden wir bezüglich unserer geometrischen Branchen Bewegung integrieren. Das wird unsere Aktie sein. Und dann werden wir sagen, okay, wir werden ein Portfolio bilden, wo wir ein gewisses Geld in die Aktie investieren und ein gewisses Geld in den Bond investieren. Und dann haben Sie irgendwelche Koeffizienten zeitabhängig, die geben Ihnen an, wie viel Geld investieren Sie rein. Und den Wert bekommen Sie dann eben bei dem Bond, ist irgendwie klar, wenn ich das fortsetze. Bei der Aktie wird es so ein Integral von dem Geld, was Sie investiert haben, bezüglich dem Kurs der Aktie sein. Das ist die Anwendung. Damit, mit diesem Portfolio, werden wir die Auszahlung unserer Option nachbilden und damit eine Formel lernen. Wie wird es beim Einperiodenmodell gemacht? Nur mit viel mehr Technik. Okay, jetzt muss ich gestehen, es reicht noch gar nicht. Der S2 von 0T ist noch der zu kleine Raum. Um genau diese Handelsstrategien, was ich gerade beschrieben habe, nachzubilden, brauchen wir noch eine größere Klasse, nämlich das IQ-Integral kann auf die Klasse aller stochastischen Prozesse yt erweitert werden, wo ich nur mit Wahrscheinlichkeit 1 fordere, dass das Integral über den Pfad, also 0 bis t ys2 ds, klein oder ähnlich ist. Also zur Modellierung von sogenannten Handelsstrategien nötig. Kann auf Klasse also statt L2 von 02 T jetzt H2 durch die aller stochastischen Prozesse. Wenn das klar und endlich ist, mit Wahrscheinlichkeit 1, muss nicht der Erwartungswert auch klein und endlich sein. Aber umgekehrt, wenn der Erwartungswert klein und endlich ist, dann ist auch das mit Wahrscheinlichkeit 1 klein und endlich. Das wissen Sie. Ja, das heißt, es ist eine größere Klasse als in 2 von T. Fortgesetzt werden. I2-Integral ist dann aber im Allgemeinen kein Mathematik. Also ich kann die Fortsetzung nicht so machen, das ist ein Massenkatalyst. Aber im Allgemeinen keine Aktivität. Und damit haben wir unsere Modellierung des Aktienkurses bei variabler Zinsrate und variabler Modularität eigentlich hinbekommen. Das Aktienkurses.
der Variable Zugsrate. Und Variable Volatilität. Und nach dem Ganzen, was ich jetzt eingeführt habe, können wir eben für das Sigma sogar einen stochastischen Prozess einsetzen. Und zwar entweder aus L2-Familie T oder sogar aus L2-Familie. Das ist aber nicht das, was wir letzten Endes verwenden werden. Also eigentlich reichen wir schon vollständig aus mit B und Sigma konstant. Dann müsste das sein, was wir eigentlich letzten Endes bei der Glex-Kurzformel anwenden werden. Aber diese ganze Technik brauche ich eben um die ganze Glex-Kurzformel. Sehen Sie gerade noch nicht, aber kommt jetzt in den nächsten. Oder wir vergleichen ein paar Vorlesungen. Gut, Fragen soweit? Dann, ich habe jetzt meine Uhr 10.38 Uhr, noch mal 10.43 Uhr weiter. Dann kann ich die Tafel geben. Okay.
würde ich ganz gern weitermachen. Wir kommen zu Abschnitt 7, die I2-Formel. Wenn Sie das freundlich hören. Ich definiere erstmal den sogenannten I2-Prozess. Definition 7.1. Ein reeller Regelstraßlicher Prozess XDFT mit Indexmenge I gleich 0 ist endlich. Der heißt reellwertiger I2-Prozess, weil er eine spezielle Darstellung hat. X von T lässt sich darstellen als X0 plus ein Integral 0 bis T K von S dS für einen Straßlichen Prozess K von S plus ein zweites Integral 0 bis T H von S dWS für einen zweiten Straßlichen Prozess HS. Ein reeller Straßlicher Prozess. Also das ist unsere übliche Schreibweise im Modulo der Sache, dass ich die X von T statt X hier schreibe. Das heißt, es wäre das gleiche, wie das, was wir sonst geschrieben haben. X, D, F, D. Als gilt. Er hat eine spezielle Darstellung, nämlich x von t oder xt. Ist das gleiche wie x von 0. Dann Integral von 0 bis t k von s dS. Und soweit war es einfach die Integraldarstellung und ich könnte für K eigentlich einen beliebigen straßlichen Prozess einsetzen, den ich farbweise integrieren kann. Nur jetzt machen wir noch eine zweite Integraldarstellung, nämlich machen wir noch eine Integrale bezüglich WS. Integral 0 bis T, H von S, WS. Für alle T größer 0. Wobei. Was fordert ist alles? Erstens, das WT ist eine eindimensionale Brownsche Bewegung und das FT ist eine dazu passende Filtration und das WT passt zur Filtration FT von einem straßlichen Prozess. Das heißt, WT ist FT messbar. Schreibe ich hin als WT, FT. Die Energie ist eine eindimensionale Brownsche Bewegung. Kennen wir. Ist okay. Dann 2x von 0 soll f0 messbar sein. Dann kann ich mir im Prinzip sparen, weil es steckt in der Definition. Wenn das x, d, f, d, straßlicher Prozess ist, dann schreibe ich trotzdem nochmal hin. X von 0 ist f0 messbar. Zweiter Punkt. Drittens, unsere kt, ht sind straßliche Prozesse. Thank you.
natürlich auch passend zu FD. Stochastische Prozesse. Mit, und jetzt brauche ich eben die entsprechenden Integralen müssen wohldefiniert sein. Also erstmal muss ich das Integral mit t, k von sds bilden können, das normale Lebesgue-Integral. Ja, da fordere ich einfach das Integral mit dem Betrag der Funktion für einen Kritisch. Also bis t Betrag von k von s ds ist klar von Kritisch. Okay, fast sicher. Und dann h von t muss so sein, dass ich das Integral bezüglich der Raumschen Bewegung bilden kann. Da haben wir ja vorher gesagt, brauche ich diesen Raum A2 von 0 bis t. Das heißt, das Integral von a Quadrat ds muss gerne möglich sein. Integral 0 bis t a Quadrat ds muss gerne möglich sein, geht das sicher. Und das jeweils für alle t aus 0 bis t. Und was ich weggelassen habe, sind Messbarkeitsvoraussetzungen. Die habe ich schon, muss ich gestehen, auch in der Bemerkung. Was ist das für eine Nummer? 6,2? In der um 6,3 Leben nachlässt. Bei Messbarkeit ist es ein bisschen besser. Die Spalte ist klar, der K von T ist der FT messbar sein, K von T ist auch der messbar sein. Das ist zumindest das. Und dann machen wir eine symbolische, also was wir jetzt hier haben, ist eine Integralgleichung. Das heißt, der Hypo-Prozess erfüllt eine Integralgleichung und ich mache eine symbolische Differentialschreibweise dafür, wenn ich einfach schreibe, dxt ist k von sds plus h von stds. Nee, dxt ist k von tdt plus h von tdt. Das ist ein. Also unsere Integralgleichung, die wir eigentlich haben, verwandeln wir in eine Differentialgleichung. Und da verwenden wir eine symbolische. Differentialschreibweise dafür. Dxt ist gleich ht dt plus ht dt. Und das Ganze bezeichne ich als eine stochastische Differentialgleichung. Abgekürzt als SDGL statt DGL. Ja, kennen wir ein Beispiel dafür, für sowas? Ja, noch gerade eben habe ich ihn als hingeschrieben, nämlich ein Beispiel ist aufgetaucht mit unser verallgemeinertes Modell für den Aktienkurs. Da haben wir so ein S0 mal E hoch irgendwas genommen und das, was da im Exponenten von E stand, war gerade im Prozess. Das war nämlich, ich schreibe mal x von t, in dem Fall fängt es mit 0 an, plus Integral 0 bis t, e von s, minus 1 halb Sigma Quadrat von s, Sigma Quadrat von s, ds. Also es wäre ein spezieller Hydroprozess, ne? Was ich da in den Experimenten geschrieben habe, bei unserem stochastischen Modell.
für den Aktienkurs. Also nochmal, ich fange jetzt einfach an und leite den stochastischen Prozess an. Komisch, ne? Aber ich habe keine Ableitung definiert. Wir haben schon das Integrale definiert. Und die Ableitung ist eben die Umkehrung von Integralen. Das Ganze ist nur eine symbolische Schreibweise. Wobei die symbolische Schreibweise nicht ganz stimmt hier an der Stelle. Also das da ist nicht genau das gleiche wie das da, weil hier steckt da noch weiter drin, dass x von 0 gleich x 0 ist. Wie Sie halt auch, wenn Sie eine Differentialgleichung haben, die Anfangswertbedingungen, dann ist beides zusammen Äquivalenz mit Integralgleichung. Okay, soweit, so langweilig, das ist nötig. Ne? Aber jetzt kommt der Clou. Was wir jetzt machen, jetzt wenden wir auf den IDO-Prozess eine Funktion an und zeigen dann, das ergibt wieder einen IDO-Prozess. Wenn die Funktion gewisse Regularitätsvoraussetzungen, zum Beispiel zweimal strikt differenzierbar ist. Und dann habe ich auf einmal für mein stochastisches Modell meines Aktienkurses, habe ich auf einmal dargestellt als so einen IDO-Prozess und habe auf einmal so eine stochastische Differentialgleichung für meinen Aktienkurs. Und das wird sich als ungemein nützlich erweisen und das dahinter steckt die sogenannte IDO. Das jetzt also im Folgenden. Herleitung einer SDGL für Funktionen von IDO-Prozessen. Für Funktionen. Zum Beispiel für Aktienkurs. Also unser S von E war ja S0 mal E von Integral 0 bis T, E von S in diesem Fall hier ist ein halb Sigma-Quadrat von SDS. Plus Integral 0 bis T Sigma von SDDs. Und das schreibe ich Ihnen jetzt als eine F von XT. Mit xt ist eigentlich das von Grad eben. Und das von Grad eben kann ich jetzt als auch als stochastische Differentialgleichung umschreiben. Aber auch vielleicht eine Verständnisfrage ans Publikum. Wie lautet die stochastische Differentialgleichung zu dem xt da an der mittleren rechten Tafel? Dxt ist gleich. B von S minus ein halb Sigma Quadrat? Also, na, B. Ja, ich frage mal, was die durcheinander bringen, ne? Also das K ist jetzt diese Funktion, also K von S ist jetzt in dem Fall B von S. K von S ist diese Funktion, richtig. Und das H von S ist diese Funktion, ne? Ja. Komplett richtig. Sehr gut erkannt, dann wie lange dann die stochastische Differentialgleichung? B minus ein halb, genau, Sie haben B von T minus ein halb Sigma Quadrat von T mit T. Ne? Genau. Sie haben erst S gesagt. Ja, genau, aber dann halt. Aber Sie haben hier die XT, da müssen Sie halt T für S absetzen. Das war das Einzige, warum ich gestützt habe. Ne? Aber es ist komplett richtig. Also wir hätten hier ein B von T minus ein halb Sigma Quadrat von T dt. Kann man vielleicht jemand anders sagen, was steht von dt?
Regel steht? Vorschlag von Ihnen? Ein halbes Sigma Quadrat von T. Plus Sigma von T, ne? Also nur Sigma von T, ne? Ja. Plus Sigma von T. Und was ist F? Also F ist jetzt eine Funktion von R. F von U ist? Bitte? S 0 mal U. S 0 mal U. Dann sehen Sie, Sie haben eine wunderschön kleine Funktion, sogar insbesondere zweimal differenzierbar, und das wird uns ausreichen, vor dem Prozess. Und was ich jetzt im Folgenden zeigen werde, ist diese wunderbare, schöne, kleine Funktion von dem Integralprozess. Da gibt es wieder den Prozess, wenn ich bei den Formeln hinschreibe, was für Koeffizienten man bekommt. Und das ist die Form. Okay, jetzt damit ich Ihnen die Formeln schön hinschreiben kann, führe ich eine halbe Seite Notation an. Aber mit der halben Seite Notation ist dann die Formel ganz kurz. Also es wird nicht so ein, letztendlich wird es auf sowas hinauslaufen, d von f von xt ist gleich f' von xt dxt. Das wäre das, was wir so von der normalen Differenziation Kettenregel erwarten würden, aber nicht ganz. Da kommt noch ein Korrekturfaktor dran. Und dann muss ich noch sagen, was das dxt heißt, weil dxt haben wir noch gar nicht, wir haben dwt. Und dt haben wir auch, aber dxt, wo x den Prozess ist, haben wir nicht. Das Ganze muss ich Ihnen einführen und ich brauche eine Notation, um diesen Korrekturtermin zu schreiben. Das sind die Definition 7.2. XY verändert den Prozess. Und dann wissen Sie schon, wie x ein bisschen aussieht. Sie müssen nur die entsprechenden Notationen hinschreiben. Also das x von t kann ich direkt das von oben nehmen. X von t ist gleich x von 0. Plus Integral 0 bis t k von sds. Plus Integral 0 bis t h von stds. Und jetzt brauche ich einen zweiten und dann kann ich eben nicht genauso k und den nenne ich y und dann kann ich nicht genauso k und b schreiben. Stattdessen schreibe ich jetzt l und n. Y von t, y von 0, das Integral 0 bis t. Kann ich jetzt l schreiben, dann haben wir ein l von s. S, das Integral 0 bis t, wollte ich ein m von s. Dann definiere ich eine quadratische Kovarianz bzw. eine quadratische Varianz von xy bzw. von x. Ich fange mit der quadratischen Kovarianz an. Die quadratische Kovarianz ist wieder ein stochastischer Prozess, den ich indiziere. Also ich schreibe für die Kovarianz das Skalarprodukt xy Index t. Und was ich mache, ich multipliziere h mit m und integriere bezüglich s von 0 bis t. H von s mal m von s. Ds. Das ist das Erste. Und das Zweite, ich mache das auch mit x mit sich selber. Ja, und dann multipliziere ich einfach h mit sich selber. Ne? Weil das h kommt und jetzt das h spricht dann im n. Das heißt, dann hätten Sie das Integral von 0 bis t h Quadrat von s. Yes. Und diese Dinge heißen quadratische Kovarianz von xy bzw. quadratische Varianz von x.
quadratische Kovarianz von xy. Beziehungsweise die quadratische Varianz. Kann mir jemand von Ihnen sagen, warum diese quadratische Kovarianz bzw. quadratische Varianz wohl definiert ist? Das heißt, warum existieren die entsprechenden Integrale? Weil beides L2-Funktionen sind. Weil beides L2-Funktionen, also H und E sind L2-Funktionen, das war in der. Ne, H und N sind das, weil hier steht die N. H und N sind L2-Funktionen, das war in der Definition unseres IFO-Protestes drin. Ne? Weil nur diese L2-Funktionen konnten wir ja. Also L2-Funktionen in dem Sinne, dass fast sicher der Pfad in L2 war. Ne? Nur in dem Sinne, nur diese Funktionen konnten wir ja bezüglich der quantischen Bewegung integrieren. Ne? Sehr gut. Jetzt definiere ich noch was weiter, nämlich ich definiere, was verstehe ich unter YSDXS. Weiter definieren wir. Was meine ich damit? Ja, wie könnte es sein? Naja, wenn Sie sich überlegen, das dxt ist ja ein k von sds plus k von sdds. In der symbolischen Schreibweise. Und wenn Sie jetzt ein y bezüglich dxt integrieren, naja, dann nehmen Sie eben von dem y diesen L von s Teil, multiplizieren mit k von s, integrieren mit d, integrieren bezüglich ds. Und Sie nehmen von dem y diesen m von s Teil, multiplizieren mit k von s, integrieren bezüglich ds. Richtig? Nö, nicht richtig. Okay. Also falsch gesagt, was wir machen, wenn wir das machen, dann nehmen wir das y und multiplizieren mit k von s, und integrieren bezüglich ds und nehmen das y und multiplizieren mit h von s und integrieren bezüglich dds. Das machen wir. Also ich schreibe es mal hin. Y von s mal k von s. Ds plus eigentlich klar. Y von s. Weil unser dxs war ja nichts anderes als k von sds plus h von sdds. Und dann ziehen Sie das halt irgendwie auseinander und behaupten, da wäre es eine Binarität. Aber das ist ja jetzt nicht zur Definition. Und das Ganze bezeichnen wir als Integral des stochastischen Prozesses y bezüglich dem Mikroprozess x. Also hier müsste eigentlich y gar kein Interprozess sein, als Integral. Des stochastischen Prozesses. Y. Jetzt können Sie fragen, wohl definiert? Ja, das kommt jetzt hier, sofern die Integrale auf der rechten Seite wohl definiert sind.
Und die waren ja integriert, wenn definiert, wenn dieses y jetzt mal k von s integrierbar war, also Integral von 0 bis t Betrag von y jetzt mal k von s, ds klein und endlich ist. Und wenn dieses y jetzt mal h von s Quadrat schon integrierbar. Also Integral von 0 bis t y jetzt Quadrat und h von s Quadrat ds. Sollte klein und endlich sein, jeweils wahrscheinlich. Okay. Ich gestehe eine Menge Notation, aber dadurch, dass ich jetzt eine Menge Notation habe, kann ich hier ganz einfach die eindimensionale Vektorformel hinschreiben. Das ist dann der Höhepunkt der heutigen Vorlesung. Satz 7.1. Wir haben Wt, eindimensionale braunsche Bewegung, wir haben Xt, reellwertigen Stufenprozess und Xt hat dann halt so eine Darstellung, wie k ist wie hart. Und wir haben f, zweimal stetig differenzierbar und dann will ich f von Xt als Stufenprozess hinschreiben. Wt. Endlich seit der eindimensionalen braunschen Bewegung. Für den reellen Prozess brauche ich jetzt irgendwie die übliche Darstellung. Diese x von t, diese x von 0, das Integral 0 bis t, k ist ds, das Integral 0 bis t, h ist dds. Auf diesen reellwertigen Iterprozess wende ich jetzt eine Funktion f von r nach r an, die sei zweimal stetig und differenzierbar. Also im Prinzip können wir ein Beispiel von da oben nehmen. X von t ist 0 plus Integral 0 bis t, b von s, das mal sigma Quadrat von s, ds ist, Integral 0 bis t, sigma von s, dw ist, und unser f ist einfach f von u ist gleich s dw mal u, das war nicht differenzierbar. Und dann ist die Aussage, dann gilt für s größer gleich 0, nee, dann gilt für alle t größer 0, jetzt f von xt als Iterprozess schreiben, dann brauche ich erstmal den Funktionswert für t gleich 0, das ist klar, das ist f von x 0. Dann brauche ich irgendein Integral stochastischer Prozess. Beziehungsweise, naja. Ja, okay. Ich mache es ein bisschen komplizierter. Wir bekommen als zweites Integral. Also Sie werden gar nicht unmittelbar sehen, dass dieser Prozess ist. Als zweites bekommen wir f' von xs dw dxs. Das ist das zweite.
Und dann kommt noch ein Korrekturterm, weil wir eben nicht eine ganz normale Kettenregel haben. Also warum soll ich auf die normale Kettenregel gehen? Und der Korrekturterm ist ein Halbwahlintegral 0 bis t 2 Strich von xs. Und das integriere ich jetzt nicht bezüglich dem Mikroprozess selber, sondern bezüglich dessen quadratische Variation. Also f von t ist f von x0 plus Integral 0 bis t f' von xs dxs plus ein halb Integral 0 bis t f2' von xs integriert bezüglich der quadratischen Variation von x. Und symbolische Schreibweise. Ist gleich f' von t, Strich von xt, dxt, plus 1 halb, 2 Strich, xt, die quadratische Relation von x. Okay, wenn Sie sich angucken, verstehen Sie alle Zeichen, die geschehen? Also f von xt sollte klar sein. Ne? Ist einfach f angewandt auf den Straßischen Prozess. Dann f von x0 ist auch klar. Wie sieht es mit diesem Integral aus? Was meine ich damit? Integral 0 bis d, f' von xs, dxs. Haben wir eingeführt, ne? Wir haben ja. Also f' von xs ist ja einfach f' angewandt auf xs, kein Problem, gibt einen straßlichen Prozess und den integrieren wir zum Mikroprozess. Das steht hier, ne? Wie das geht, ne? Kriegen wir auch hin. Aber kann mir jemand sagen, was ich hier meine? Also irgendwie klar, halb kennen Sie, ne? Das ist zwei Striche und x, das ist auch kein Problem. Und jetzt integriere ich ja auch einmal einen stochastischen Prozess bezüglich der quadratischen Variation. Was meine ich denn damit? Das müsste der Punkt sein, wo Sie so ein bisschen ins Grübeln kommen. Meine ich da ein Weberintegral, ein Weckintegral, meine ich dieses Integral? Oder? Könnte es nicht selbst wieder ein stochastischer Prozess sein? Was? Das x, xt. Das x, xt soll ein stochastischer Prozess sein. Und können wir bezüglich einer beliebigen stochastischen Prozess integrieren? Das haben wir nicht eingeführt. Haben wir nicht eingeführt, ne? Das können wir nicht. Wir können bezüglich einem iterativen Prozess integrieren. Das heißt, Sie könnten sich überlegen, ist das x, xt vielleicht ist das x? Habe ich x, x geschrieben? Ja, aber ich meinte eigentlich, als Abkürzung gibt es auch, ja, ich habe nur die F hingeschrieben, sorry, passt ja gar nicht zu dem, was ich hier mache. Ne? Ich wollte eigentlich x in diesen eckigen Klammern, Index t ist gleich wie x, xt. Und das bilde ich ja hier. Ne? Jetzt ist ja die Frage, ist denn das ein Interprozess? Dann werden wir gerechnet. Ne? Ja, ist ein Interprozess, warum? Also Sie stellen mal das als y von, ja, in der Form dar. Wir müssen es ja das L wählen und wir müssen das M wählen. L soll das 0 sein? L soll 0 sein? Nochmal. L von S ist H von S Quadrat, L von S ist 0.
Okay, weil das ist auch ein integraler Prozess, das heißt auch das da ist ein integraler Prozess, weil Sachen können wir. Und jetzt wäre eigentlich der Höhepunkt, wir überlegen uns noch schnell, was kommt hier raus, ne? Aber ich kann uns der Seite dafür aufschreiben, wobei noch ein bisschen was in den Kopf machen. Ne? Wir könnten, Sie wissen ja, was F', was F2' ist, nämlich von der E-Funktion ist einfach, die Funktion ist älter. Ne? Also F' ist F, F2' ist F. Sie wissen, was dxd ist, ne? Weil da müssen Sie ja einfach das F mit d minus 1/2 Sigma Quadrat multiplizieren, bezüglich t integrieren, und dann tun Sie das F nochmal mit Sigma von t multiplizieren dwt. Und dann, was machen Sie hier? Hier haben Sie auch ein halb mal f. Das dxt ist ja gerade Sigma Quadrat dt. Das heißt, Sie sehen eigentlich dieses minus 1/2 Sigma Quadrat dt mal f von xt plus 1/2 Sigma Quadrat f von t fehlt raus. Also man sieht schon was. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Gut, haben Sie Fragen soweit? Keine Fragen, dann bin ich für heute fertig und sehe Sie nächste Woche. Dankeschön.